Hallo YouTubis und herzlich willkommen zu Folge 23 von Star Wars Fracking Universe Staffel 4. Ihr hört keinen Tropfen mehr, ne? Gab schon wieder irgendein Update und unsere Water Pump, können wir machen, was wir wollen. Pumpt kein Wasser mehr in der Raumstation. Tragisch, tragisch, tragisch. Zum Vergleich nochmal, ne? Hier, dass ich mir das nicht einbilde oder so. Kommt nichts mehr. Schade, aber das Leben muss weitergehen. Oh, der hat bloß gebraucht. Okay, ich nehme es zurück. Sehr schön. Warum auch immer. Warum hört er jetzt wieder auf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich gerade überlegt, ob ich den einfach upgrade. Und wechseln der Zucker. Wir können mal weitermachen. Ja, was machen wir denn eigentlich in dieser Folge? Wir brauchen Rohstoffe nach wie vor zum Weiterbauen. Geld haben wir auch schon. Können schon eine neue Geldpflanze machen. Sich das lohnen würde, ist eine andere Frage. Wir brauchen auf jeden Fall noch ganze Menge mehr Titanium. Also wir könnten schon wieder einen Chor bauen. Aber ob wir den jetzt brauchen, weiß ich nicht. Ich würde eigentlich mich mehr gerne darauf konzentrieren, hier erstmal diese verfluchte Tungstenpflanze da oben, Stufe was auch immer, zu erweitern. Und Ancient Essen sowieso, was dann auch wieder dauert. Diesmal 225. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal, was jetzt bei rauskommt. Ich glaube 40 oder so waren es, ne? Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen, wenn es weit ist. Zack. Na, komm, hier rein. Danke. Nicht so viel hängen. Dankeschön. Foto ist immer gut. Zack. Nehmen wir noch glatt. Wo wir schon mal dabei sind. Zack. Muss ich was essen? Ich muss immer was essen. Was frage ich überhaupt so blöd? Ist ein Vielfraß hier. Haben wir noch ein paar Algen im Vorrat? Warum auch immer. Was gibt es hier drüben? Aha, noch mehr von dem Blödsinn. Dann gibt mir noch mal kurz die Hälfte davon. Zack, kriegt ihr auch noch was. Das hatten wir gerade dahin. Dankeschön. So, ja, gut, wozu auch immer. Dass wir den ganzen Mist ablegen, den wir ablegen können. Das ist immer gut. Hätte ich auch offscreen machen können. Beziehungsweise mache ich das ja sowieso im Endlos-Modus. Einer der Gründe, warum ich dann hier sein will, ne, weil dann können wir permanent bauen. Wartet mal kurz. Nur mal so aufs Geratewohl. Nee, alles bis Einbildung. Also neue Blöcke könnte man dann mit Pflanzen machen. Für, ich gehe mal kurz ins Inventare. Vier Upgrade-Module, schön. Für die Solar Hall brauchen wir allerdings 40 Titanium. Das dauert noch ein bisschen, Titanium. Und dann Plastik haben wir mit Sicherheit irgendwo noch. Silikon ist. Ne, Silber sind 60, haben wir mit Sicherheit auch. Ja, gerade so. Copper Wire 110 kriegen wir jederzeit hin. Und drei von den Arrays, die waren das Problem. Gucken wir uns die nochmal an. Vielleicht können wir die ja schon herstellen. Natürlich erst, wenn wir da sind, wo sie hingehören. Oh Gott. Tungsten, 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 Silber, Silber, Silikon und so weiter und so fort. Für ein Residential brauchen wir 50. Und mehr Tungsten. Wir haben halt jetzt keinen Sinn für eine größere Tungstenpflanze. Wir könnten noch ein paar Tungsten pflanzen, aber da brauchen wir 10 Tungstenbauern jeweils. Das ist dann. Dann kommt einer noch raus, das dauert ewig. Oh Gott. Also wir bräuchten echt Essence. Sage ich nur sehr ungern, aber wir bräuchten die tatsächlich. Wisst ihr was? Das könnten wir eigentlich gleich mal machen. Okay, ich hab's verstanden. Da kam noch mal was raus, oder? Habe ich mir das mal eingebildet? Können wir abgehen, braucht man kein Mensch. Hier ist eh nichts drin. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir verbrennen hier die ganze Zeit irgendwas. Vollkommen sinnlos. Fällt jetzt gerade mal so nebenbei auf. Zack, komm her. Komm, gleich mal die Hälfte von dem Level reinnehmen. Und du kriegst, ich habe keine Ahnung, Arcus Fuel. Wasser muss ich da nicht reinschmeißen. Was passiert nicht, Liquid Iron reinschmeiße. Egal. Noch ein bisschen. Also wir könnten den ganzen Tag hier rumsitzen, uns über irgendwas unterhalten, immer ernten. Titanium Erz, wie schön. Deckards kommen auch wieder. Gab es auch ein größeres Greenhouse? Ich guck nochmal. Large Greenhouse.
Hier. Vierer. Dann kommen dann wahrscheinlich zwei von den Dingern bloß raus, oder was? Was brauchen wir für das Large Greenhouse? 100. Ich hasse euch. Also das wird alles noch ein bisschen dauern, wie ihr seht. Mache ich auch nicht aus Absicht, sondern weil es halt nicht anders geht. Brauchen wir noch irgendwas, was wir jetzt da anpflanzen, wenn wir schon mehr Platz haben? Respektive, wir haben auch normale Seeds, die wir einpflanzen könnten, aber... Schon wieder Eier, die wir verkaufen können. Zum Hochpreis, ne? Ist klar. Was sonst? Jetzt reicht's von dem Scheiß, hab ich genug. Also Water Seed, das könnten wir nochmal. Da oben wächst wieder Geld, habe ich sofort gesehen. Ancient Assets brauchen wir dafür noch. Gut, was brauchen wir hierfür? Nur Wasser, geht klar. Das melde. Jetzt haben wir schon T4, T3, was auch immer. Ah, der macht das nur bis 1000. Interessant. Weil der Stack voll war. Na dann hören wir in dieser Folge wieder lustiges Tropfen. 1000. Okay. Eisen. Pflanzen. Core Fragment brauchen wir, ne? Die da hinten müssten wir halt upgraden. Erst da, dann da, dann da, dann da. Da wir noch nicht im Endgame-Modus sind und auch noch eine ganze Weile nicht sein werden, so viel ist mal sicher. Ich pflanze dich mal eine Weile ein. Kannst du weiter Wasser produzieren? Klatsch. Zack. 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 Eier verkaufen wir. Dann könnten wir theoretisch auch aufheben. Ja, ist gut, wir haben es verstanden. Noch mehr Eier, dankeschön. Können noch mehr Kühe machen. Kriegen wir noch mehr Eier. Bringt uns nichts. Ist wie die normalen Eier. Ja. Wisst ihr, was ich auf die Schnauze will? Macht einfach. Ist mir egal. Zelle. Zack. Seel, danke. Man kann nie genug Geld haben. Wo wir schon mal dabei sind. Money. Money, Money. Yeah, yeah. Hier nicht, okay. Kann ich hier Money machen? Time is Money. Braucht auch keine Essence, das ist beruhigend. Warum halt noch mehr Geld? Was macht das halt, Mann? Ich würde auch einen Voxel-Pflanze machen. Das bringt noch mehr. Kostet dann dreimal das. Und ein Manipulator. Das ist immer schön. Jetzt kann ich die nicht upgraden. Die bräuchte ich wirklich upgraded. In den Massen. Egal. Haben wir hinten noch Platz für Money? Klar. Money, Money, Money. Money, Money, Money. Haben wir schon 1000? Nein, dauert noch eine Weile. Wir hören weiter. Tropfen. Bleiben in der Stadt, wir könnten den ganzen Tag hier stehen bleiben und irgendwas Sinnloses machen. Also, ich meine, sinnvoll ist natürlich, ne? Also, haben wir richtig viel rausbekommen. Ja, wir wissen, was das ist, danke. Zack, machen wir daraus was Schönes. Wir können uns jederzeit wieder holen. Ist hier oben irgendwas noch Sandes dran? Nein? So, ja, gut. Wir könnten umdekorieren und so. Ach, Quatsch. Ich brauche mehr Platz für die Pflanzen. Ich brauche mehr Ancient Essence Dinger, sonst drehe ich durch. So, während ihr das Tropfen anhört, gehe ich mal kurz googeln. Ich muss doch einen Weg geben, das schneller zu kriegen, als die 100 Mal jedes Mal die Missionen da durchzumachen. Hm. Gaszentrifuge, ja, ich hasse euch. Bis ich die habe, ist doch Weihnachten vorbei.
kann mal gucken, wann, wo, wie der die herstellen kann. Nicht, dass ich wüsste, wo, aber... Blablabla. Lab Sandy Fuge erstmal. Ja. Die hier brauchen wir zuerst. Glas- und Quantenprozessoren, da geht's schon los. Können wir nicht mehr herstellen, oder? Doch. Zwei brauchen wir. Silikon. Protosidbahn. Also müssen wir Protosite holen. Geht klar. Klingt doof, aber dann kämen wir wenigstens der Sache etwas näher. Und lieber so mit Ether holen, den wir ja am Zugangsplaneten haben. Ich mir nicht auch, ne? Wir gucken nochmal. Hatten wir SS Ether? Hatten wir. Also, abgesehen davon, dass wir jetzt eben 3 Tage bräuchten, das Zeug zu farmen, denn mit dem Dings da können wir es ja nicht machen. Wir haben halt nur einen. Ich könnte das mal bitte so sortieren, dass ich was erkenne, danke. Das Tropfen aufhört, wissen wir Bescheid. So, dann nochmal schnell hier runter. Ja, euch nehme ich mit. Danke, danke, danke. Ich stopfe ich da rein. Ich habe schon wieder Eier bekommen. Und ihr wisst, was ich meine. Ja, 6 Muschis raus. Ja, ich habe das gesagt, wie ihr das gewollt hört haben wollt. Perversen Spinner. So, jetzt habe ich es. Jetzt gucken wir mal das einfach näher. Tech Card, wie schön. Wir haben jetzt auch nichts Wertvolles einzupflanzen. Könnten wir überhaupt irgendwas Interessantes machen an der Stelle? Canned Food haben wir alles schon. Carrot. Das ist der Scheiß, den man schon gemacht, den man sieht. T0. Und 25 Diamanten ist vielleicht ein bisschen viel. Erst herstellen, dann mit 25 Diamanten. Könnte ein bisschen dauern, muss ich zugeben. Wir haben erst 6 davon. Kann er das nicht direkt ins Inventar? Muss er uns das hinter uns aufploppen? Das nervt. Tja. Ich mach ein bisschen schneller hier. Ich habe noch mehr vor. Du machst jetzt nicht erst die Tree-Dinger, oder? Die kleine Decke, mach das Ding da. Das dauert lange. Was brauchen wir für das Dingsbums, das Gewächsgrün Dings? Das ist nicht das Greenhouse, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn nicht, macht nichts. Nehmt genau. Ich weiß selber nicht mal, wie es hieß. Cloning Lab da. Können wir das nicht unterwegs irgendwo einsammeln, sag mal. Ich will es nämlich in die Tanks verbrauchen. Egal, das da unten tut es auch fürs Erste. Kommst du weg? Tree Saplings interessieren mich jetzt eh nicht. Nochmal Schokolade, man kann ja nie genug davon haben. Da fällt mir gerade auf, jetzt weiß ich, was wir hier auf jeden Fall mal herstellen sollten. Lohnt sich immer. Haben wir irgendwo welche? Sieht nicht so aus. Dann stellen wir die mal kurz her. Falls ich überhaupt das Material dafür habe. Natürlich haben wir nicht genug davon einstecken. Also machen wir runter. Ernsthaft. Jetzt geht mir schon das Glas aus. So weit sind wir gekommen. Mit Proto-Site, ja, warum nicht? Proto-Wex Tauntry Orbs. Aha, Kristallin-Cannon. Mhm. Ich lerne lauter neue Sachen. Ist das nicht schön? Sind wir bald mal bei 1000? Jetzt gehe ich den weg, wenn ich schon drin bin. Gleich. Halt, halt, halt. Und ich hätte fast das Ding erweitert, ja. So ein Unfug. Ja, ich mache gleich meinen
Reis. Lecker Reis. Also gut, habe ich, ne? Das kann sein, dass die nächsten Folgen noch mehr von der Sorte sind, weil ich will jetzt hier nicht 3 Stunden immer springen. Offscreen machen, kann man alles, aber ist halt dann auch irgendwo mal albern. Futter habt ihr noch eine Weile, sehr schön. So, wie viel Eier ihr dann da unten produziert, ist mir auch ziemlich schnippe. Ich warte auf meine Ancient Essence. Ich könnte jetzt auch einfach cheaten, damit wir mal vorwärts kommen, aber ehrlich gesagt habe ich kein großes Interesse daran. Einen Diamanten haben wir ja schon. Da brauchen wir also 25 davon, um das zu erweitern. Sehr schön. Wieder was Wichtiges gelernt. Jetzt habe ich gerade Pineapple Juice und Chocolate, okay. Also, wir könnten mit dem USCM-Captain sprechen, warum auch immer. Pyro Orbital? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen da hin, machen den Quatsch, gucken wir mal, was bei rumkommt. Wahrscheinlich irgend so ein Jump-and-Run-Test, den wir gar nicht machen können, weil wir gar nicht die Fähigkeiten dafür haben. Also Double Jump und so. Weile. Es ist übrigens Ostermontag, 13.04. 13.49. Ich sehe eine Milchschnitte. No Product Placement an der Stelle. Ich bin nicht gesponsert von Aldi, auch in dieser Folge nicht. Nur damit das mal klar ist. Warum, weiß ich nicht, aber ich finde es ungerecht. So, Kumpel, lass uns mal. Sehr klar. Ich habe nie was von Skype gehört. Ich hasse es jetzt schon. Vielleicht kommt jetzt auch ein spannender, wichtiger Text, den wir unbedingt lesen sollten oder so. Alles anklicken, wenn ich es kann. Mann, haben wir viel zu ausbauen. Fallen ausweichen hat auch nichts mit Dings zu tun, oder? Hab ich da was verpasst? Ich hätte vielleicht mal eine Sekunde warten sollen. Und vor allen Dingen weiß ich. Ja, ist ja noch gut. Wisst wie viel? Scheißdreck. Gut, in dem Fall ist das wirklich mal toll. Au, ich hab. Oh, dieser Dash. Ich hätte den. Ja. Der ist jetzt natürlich leicht störend. Ja. Ich habe zufälligerweise gar nichts dabei, was mich vor irgendwas schützen könnte. War ein Zufall. Nun gut, weiter geht's. Nicht dashen, nicht dashen. No. Und noch vergessen. Bis ihr den Timer gibt. Das Schwert irritiert mich, wo mein Charakter gerade zentriert ist, damit ich nicht getroffen werde. Hitbox-mäßig und so, ne? Ja, dumme Auto! Na, klar. Was hat er gesagt? Sehr witzig auch. Au. 400 Minuten, ne, genau. Das war's. Ich versuche das 465.000 Kälte. Bevor ich eine 100% Kälteresistenz habe, mache ich das hier mal erst nochmal. Lecker mir. Ein schönes Kälte. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich würde gerne als Ball hier durch. Ah! Oh, der Trash. Der ist. Nein! Nee, Schluss. Raus. Wiedersehen. Ist mir egal.
Sorry, aber ist mir völlig egal, was ich damit erreichen kann. Das ist mir eindeutig zu blöd hier. Das geht mir schon nach 5 Sekunden auf den Sack. Aber sowas von. Wo sind wir hier überhaupt gerade? Warte, mir ist jetzt gerade hell um meine Augen. Gelatineplanet, aha. Achso, ja, das waren die Spacefahrer-Missions. Ihr mich auch. Da will ich jetzt nicht hin. Da will ich hin. Oh. Bitte sag mir, dass Ancient Essence gegrowt ist. Also, das ist Erkius, schön zu wissen. Kommt hier eine von diesen Pflanzchen auch noch irgendwo? Ich weiß nicht so. Geld anpflanzen. Hotel werde ich drin bauen und sowas. Wasser? Machst du das inzwischen, oder? Ja. Eine Dreckswasserpflanze. Hier geht's nicht mehr. Gut. Warum auch? Healing Water, oh, das ETF. Okay, Healing Water können wir auch machen. Braucht zwar kein Mensch, aber immerhin. Wir könnten jetzt schon einen Swimmingpool bauen, quasi. Gebt mir meine wunderschöne Water Seed Pflanze her. Das Miracle Grass ist mit sowas am Arsch vorbei. So. Jetzt sind wir bei der eigentlichen Sache kein Stück weitergekommen, nämlich den Dingsbums hier auszubauen. Ich meine, wir haben 7 Diamanten. Wir suchen immer noch Materialien bis zum Umfallen. Und vor allem brauchen wir Titan. Ich hasse es. Also werden wir wieder irgendwo rumbohren müssen, wo es Titan gibt. Sage ich das ungern, aber ist mal so. Atmospheric Condenser können wir auch schon bauen, oder? Also irgendwo. Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Brauchen wir dafür? Dann müssen wir mal nachschauen. Dann wissen wir es. Ja, ja, ja. Bei Liquid Collector. Oh, müssen wir nicht erst den Scheiß bauen? Na gut, Liquid Collector, was braucht der? Du brauchst natürlich 12 Tanks bauen. Also das Ding bringt uns hier gerade gar nichts. Ich habe nur nachgeguckt, Entschuldigung. Zumal 16 Watt Power braucht, die dieser hässliche Dings da nicht machen wird. Der Ofen selbst, den hätten wir auch noch zur Option. 10 Watt oder höher, aha. Braucht auch wieder Tank? Ich hasse euch. Das Einzige, ich meine, für die meisten brauche ich ja keine Tanks, ne? Wir können es ja auch mal pragmatisch sehen. Ich bräuchte für die meisten keinen Tanks. Ich bräuchte nur Silber und so. Aber auch das ist schon eine echte Herausforderung. Danke für die Schokolade. Chor. Titan, das ist ein echtes Problem. Titan, Gold, Silber ist das geringste Problem. Also wir müssen auf jeden Fall noch Titan ranschaffen. Ein bisschen was. Vorzugsweise auch ein bisschen mehr. Raumschiff und dann rum. Oh Gott, ich hasse es. 23 Minuten, egal. Ein bisschen besorgen können wir noch. Gibt es denn keine Level 1 Mountainous Welt oder so? Oder eine Unknown World of Level 1, die dann... Ah, die sind ja noch höher. Vollautomatisch. Und ja, ich weiß, wie das klingt. Ist mir völlig egal. So. Primeval Forest in Sydney. Was haben wir hier? Interessiert mich herzlich wenig. Desert. Okay, mal in die Wüste. Fertig. Wenn wir irgendwo relativ schnell abbauen können, dann doch wohl in der Wüste. Das ist ein Haufen Geld verschwendet. Für eine Stunde wieder nichts. In die Wüste. Was haben wir hier? Gasriese, Lunar. Interessiert mich nicht.
Eh nicht. Wüste. Tungsten, kein Titan. Egal, Tungsten. Und wenn es nur Tungsten geht, reicht ja schon für den Anfang. Und hier gibt es eine City. Aha. Thea, Desert Wind, Badlands. Mhm. Und wir werden den Mac dazu nehmen, Master. Wir sind mal zwei Sorten von Fuel. Egal, ich sollte wohl fragen. Gibt schon mehrere Varianten von Liquid Arceus Fuel. Das wird immer schlimmer hier. Wie lange der da tropft, ist mir völlig egal. Brauchen einen großen Tungsten. Ich hole 100 Tungsten, mache daraus meine 30 Barren und mache das auf die Art und Weise. Bringt eh nicht. Ultimate Gold Bar Seeds. Wie süß. Wahrscheinlich kommen Mining Laser jetzt schon schneller vorwärts als das mit dem Ding hier. Oh, wie schön. Guckt mal, 4 Tanzen. Wie schnell bin ich mit dem eigentlich? Also auf jeden Fall schneller. Sage ich nur sehr ungern, aber tatsächlich bin ich damit wesentlich schneller. Als mit dem Manipulator-Modul. Das muss. Wir gucken ihn nur an, zum Spaß an der Freude. Sorry, wesentlich schneller. Egal, Mac, komm her. Wo bist du? Laufe nicht rum. Und fleuche er uns nicht ständig. So wird auch mehr. Und hochbeam ich mit dem Atmen-Mode, wenn sein muss. Irgendwann ist ja auch mal Schluss mit lustig jetzt hier. Ah, jetzt weiß ich wieder, was der Vorteil ist. Wie so viel falsch macht. Also, keinem. Ja, das müssen spannende Folgen für euch sein. Das ist mir schon klar. Oh, ich brauche dringend so einen Elfen-Engeldorf, damit ich fliegen kann. Sonst komme ich hier nie vorwärts. Ja, bleib's schön, danke. Soll ich fragen, warum da mechanische Spinnen sind? Achso, Milbium. Da muss ich drauf. Silber, auch nicht so wichtig. So ein Energy Pack, damit ich den Mining Laser auch noch verwenden kann. Dumm ist, da brauche ich dann wieder Tungsten oder so. Ich weiß es. Ich könnte hier auch eine stundenlange Folge Tungsten abbauen oder so. Hm. Lieber Kronk, wenn du das siehst. Breaking Universe. Okay, jetzt ganz kurz. Das geht noch ein bisschen schneller. Genau das suche ich. Und das dauert dann etwa so lange. Damit zu lange. Viel zu lange. Nicht runterfallen. Egal wie verlockend es ist, nicht runterfallen. Nein, das sollst du erst recht nie machen. Du sollst Hintergrund abmachen, danke. Ich brauche jedes Fitzelchen von dem Dreck hier. Tanksten. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier können wir dann wirklich auf Pause gehen. So, nee, nicht OBS, sondern Firefox, danke. Tanksten, oh. Ach Gott, ist das nervig. Tanksten Honeycomb, ja, mal klar. Spare Parts, Ancient Metal.
Hello Pen, ja, das ist doch eine ewig noch da. Ich hab so Metal Pie Tungstenblöcke, schön. Die abzubauen, alle leider Gottes ein bisschen dauert. So, jetzt machen wir noch so. Gib mir mal kurz Inventar öffnen, dankeschön. Wenn ich sage Inventar öffnen, meine ich das auch so. Mach das doch nicht immer so spannend hier. Mehr Wasser als einiges hintragen kann. Denke ich. Ich hasse die Geräuschkulisse. Es ist ein harmloser Planet, nur so an der Stelle. Es muss uns überhaupt nicht Angst einjagen, so ein Planet. Kein bisschen. Du musst das aber nie sehr fähig sehen. Ich weiß. Du musst den Monstern auch eine Chance. Warum? Auch ein Krieg sollte fern sein. Ja! Das heißt nicht zum Spaßkrieg. Eine Gedankenstütze für alle, die es noch nicht ganz begriffen haben. Warte mal. Gibt doch auch Regeln im Krieg. Ja, ja. Hm. Genau. Soldaten sind auch nur Menschen, die Beruf. Ja, ja. Ist okay. Wir haben es verstanden. Es gibt halt immer Leute, die so ein paar merkwürdige Vorstellungen vom Leben haben. So, jetzt habe ich natürlich den Hakennehmer, den müssten wir nochmal auf was anderes ausrüsten. Von mir ist auch hier. Ich will schließlich immer noch hochkommen. Ich grab mich so lange durch diesen Scheiß her. Das hätten wir schon viel länger mal machen sollen. Ich glaube nur noch, mich durch her zu graben. Nachdem wir auch noch mal irgendwas rauskriegen, wenn ich mir mittlerweile. Nicht sehr viel nehme ich an. 82, das ist ein Witz. Ich weiß, das Tanksten. Ich fange gar nicht erst an mit dem Manipulator-Modul. Das dauert ewig hier. Okay, das ist Eis. Das ist mal was Neues. Auf der Teerebene, ne? Wieder noch ein bisschen was abbauen und so. Ist hier irgendwo was wichtig? Da ist was Wichtiges. Na, her damit. Mir entgeht hier gar nichts. Könnt fressen. Ich weiß, dass das unglaublich spannendes YouTube ist. Bitte beschweren bei jemand anderem. Cheaten ist. Ihr wollt, dass ich nicht cheate. Müsst auch mit den Konsequenzen nehmen. Was soll das heißen? Ich habe das nie kommentiert. Ja, das weiß ich doch nicht. Das nehme ich im Monat im Voraus auf. Zwungenermaßen. Da kann ich doch sowas Nebensächliches nie wissen. Das ist nur Stufe 3 Minenlaser. Tier Stufe 4 schon. Okay. Müssen wir ein paar Mal offgraden hier, glaube ich. In den Planetenkern nach ganz unten und dann von unten nach oben hochbuddeln oder so. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und dann bräuchte ich noch ein Kleid und vom Samus Parasol. Den Regenschirm hier, ne? Jetzt würde ich gerne springen können. Das ist doch, was ich meine. Das war nur Silber, aber wir nehmen es trotzdem mit.
Auch das können wir gebrauchen. Kommt schon immer mehr Wasser hinterher. Oh, Tanksnudeln. Setzen, damit ihr auch was seht hier. Cry me a river. Auch dringend eins von diesen EPPs, Item Magnet und so. Kontraproduktiv für meine aktuelle Rüstung wahrscheinlich, aber ah, da brauchen wir auch mal einen Extractor, braucht wieder Tungsten. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. 122, na, wir kommen dann also vorwärts. Wie lang ist die Folge? Schon wieder viel zu lang, ne? 35 Minuten, das geht noch. Jetzt wäre fast schief gegangen. Das müssen wir jetzt nicht übertreiben hier. Nicht auf Teufel komm raus, bitte. Der Planet ist so gefährlich nicht. Hier können wir gerne noch ein bisschen weiter kramen. Ich bräuchte 3 Tasten oder so. Oh, ja, wenn man jetzt noch springen würde, wäre das klasse. Bitte aufhören zu dashen. Ohne Anfrage. Ach, noch etwas. Ich will hier auch keine unterirdischen Würmer sehen. Ihr wisst, welche ich meine. Hier machen wir noch mit. Ich meine, haben wir oder nicht haben? Chakram, wie schön. Da gehe ich ja vor Freude an die Decke. Ich habe es noch nicht gehabt, das reicht mir schon als Grund. Dankeschön, haben wir auch mal drüber gesprochen. So weit wollte ich jetzt nicht, aber gut. Kommen wir langsam wieder nach oben. Haben wir diesen Dreck Tungsten aber auch nirgendwo kaufen kann. Und bis ich meiner, wie auch immer, Bienen, die das machen können und rausgefunden habe, wie die Bienen funktionieren, ist eh noch vorbei. Oh Gott, das dauert ewig. Ich mag die Doom-Dinger, aber irgendwann ist es auch mal lustig. So ist ja gar nichts, ne? Schön zu wissen. Komm hier. Ist das miserable Auto bei dir? Ich glaube, an Sand für Glas mangelt uns das erstmal eine Weile auch nicht mehr. Ja, ich könnte mich schon jetzt rausbeamen, ich weiß. Aber ich finde den Unrat hier so interessant. Das war das Problem. Nein, bitte nicht von alleine runterfallen. Finde ich unsympathisch. Könnt ihr noch ein bisschen tanzen hier oben sein? Oder ein Underground, was auch immer. Ist gut, jetzt wird dann Landfirma und Tungsten. Und jetzt können wir ja in Ruhe hier oben durchgehen. Ne? Da. Mann, da ist ein strichter Sturm hier über uns. Ist das Rainbow gut? Ja, es ist Wahnsinn. Nicht mehr gesehen.
So, jetzt habe ich, glaube die Folge ist hier gleich zu Ende. In der nächsten haben wir also ein bisschen Tanzen und Co. Könnten also schon mal ein bisschen weitermachen mit unserem Bau. So lange hätte das normalerweise gedauert. Also, hoch mit uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Xenaut.